Ja, hallo und bonjour an alle, die jetzt dieses Video schauen, an alle Menschen. Der Anlass, warum ich jetzt dieses Video ist, ist folgender. Ich habe nämlich morgen ein bisschen gesurft und war unter anderem auch auf der Seite von Spiegel Online. Und da habe ich dann einen Bericht gefunden. Ich habe den auch mal ausgedruckt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man dadurch viel sehen kann. Auf jeden Fall die Überschrift ist: Frankreich drängt Deutsche zu Export-Fairplay. Ja, da sieht man mal nämlich dieser Aspekt, der war mir bis jetzt noch nicht ganz, also im Prinzip schon bewusst, aber gar nicht so im Vordergrund, dass diese Politik, die gemacht wird von FDP, überhaupt von dieser ganzen neoliberalen Clique, Löhne weiterdrücken, dann wird der Export größer, dann verdienen wir mehr, Wirtschaftswachstum, dann fällt wieder was für alle ab und uns geht es allen gut, ja, ja. Dass diese Politik nicht nur den Binnenmarkt an sich zerstört, die Leute in prekäre Arbeitsverhältnisse drängt, alle möglichen sozialen Probleme erzeugt, die Überschuldung der privaten Haushalte steigen lässt, dadurch auch wieder kleine Handwerker in Probleme führt und so. Das will ich jetzt auch gar nicht ausführen, was der Neoliberalismus oder diese Art von Politik hier überhaupt für Auswirkungen hat. Dass die Staatskassen leer sind, Bildung, Kindergarten und so weiter nicht mehr finanziert werden kann. Sondern wir schaden auch unseren europäischen Nachbarn. Ich meine im Prinzip nicht nur denen, sondern wir schaden, richten weltweit Schaden an durch diese Art von Politik, die wir machen. Und Frankreich, ja, beschwert sich vollkommen zu Recht über diese Art von Politik. Die anderen Staaten, na, ich würde jetzt nicht sagen, nicht mitgemacht haben, also. Also der neoliberale Geist ist schon in Europa, leider muss man sagen, sehr, sehr stark vertreten. Aber halt zum Glück nicht alle so, wie es in Deutschland praktiziert wurde. Und so wie es hier auch ideologisch durchgesetzt werden soll. Deswegen auch mein Viva la France. Ich besitze überhaupt gar keine Frankreich-Karte. Deswegen muss jetzt mal diese Holland-Fahne hier herhalten. Ja. Aber Holland ist zum Beispiel auch ein Land, ich habe da lange gearbeitet, wo die Löhne, wo es zum Beispiel Mindestlohn gibt, wo die einfachen Arbeiter auch noch anders behandelt werden, als das heutzutage in Deutschland der Fall ist. Also da habe ich genug persönliche Erfahrung auf beiden Seiten. Und die jetzt nach der Wirtschaftskrise in stärkere Probleme kommen. Und zwar auch, nicht nur, aber zum großen Teil halt auch wegen dieser deutschen Exportpolitik. Dass es keinen deutschen Binnenmarkt mehr gibt, in dem man selber als anderes europäisches Land hin exportieren kann. Ja, das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Einen Link zu dem Artikel da, also den hier, der mich zu diesem Vlog inspiriert hat, ist natürlich hier, Moment, da. Oder da, links, also da zu finden. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Montag, Feierabend, Arbeitswoche, was immer ihr tun müsst. Jo, und natürlich, Viva la, Holland meinetwegen auch, und Frankreich, und alle anderen Länder.